Wunderschönen guten Abend in Berlin, Amanda. Ja, hallo. Würdest du bitte? Ich muss kurz was gucken. Was gucken? Ja, muss kurz was checken. Ich habe eine neue App. Das musst du jetzt nicht machen. Doch, ich muss kurz, ich kann nicht hacken. Was kannst du? Hacken. Hacke, du tust jetzt das Handy weg. Warum? Weil ich es sage. Du bist doch nicht meine Mutter. Wobei, gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden. Yes. Amanda, du musst jetzt hier nichts hacken. Doch. Du wirst dich unterstehen. Bin doch schon drin. Was? Ja. Tu jetzt das Handy weg. Ja, hab mich gerade eingehackt. Reihe 2. Da sitzt ein Mann, der heißt René. Das weißt du nur, weil Ralf Schmitz ihn vorhin gefragt hat. Nein, hab ich nicht eingehackt. Und jetzt halte ich fest. Der ist total verknallt in Nilpferde. René! Lass nicht dein Nilpferd sein. Och, guck mal, wie der Berliner hier flirtet. Ich dreh durch, ja? So. Es ist trotzdem sehr unhöflich, ja? Was? Wenn du hier die ganze Zeit aufs Handy guckst, ja? Warum? Weil hier dein Publikum sitzt, ja? Ja, man muss trotzdem noch immer gucken. In Reihe 5, da sitzt ein junger Mann. Nein, der ist seit 2 Jahren im Fitnessstudio angemeldet. Ja, womöglich ein sehr sportlicher junger Mann, ja? Moment. Hm? Das Bewegungsprofil seines Handys sagt mir, der war da noch nie dort. Aber das kennst du ja auch, ne? Meine kleine Sportskanone. Triathlet. Hä? Triathlet. Hä? Sofa, Kühlschrank, Badewanne. Hallo, bitte. Sag mal. Im Gegensatz zu dir bin ich im Fitnessstudio angemeldet, ja? Ja, als Fördermitglied. Jetzt. So, Reihe 12. Nee, Moment, da hinten. Mein Handy sagt mir auch, dass hier heute jemand Geburtstag hat. Weißt du doch nicht. Doch, das ist die Technik. Bitte, ich kann gerne, das Zufallstreffer, hat jemand Geburtstag? Ah, oh, nein, siehst du, da hinten winkt einer, das hat mein Handy gewusst. Das ist ein Zufallstreffer. Happy Birthday to you, happy Birthday to you. Jetzt beruhig dich bitte, du packst jetzt dieses Handy weg. Warum? Weil es hier sonst ein riesengroßes Donnerwetter gibt. Moment. Hä? Nein. Ist kein Gewitter gemeldet. Hä? Sag meine Wetter-App. Deine Wetter-App? Ja. Das ist eine grandiose Erfindung, eine Wetter-App. Die sagt dir, wie das Wetter an dem Ort ist, an dem du dich jetzt gerade befindest. Nein. Soll ich dir was sagen, Amanda? In meiner Kindheit, in meiner Jugend, ich hatte kein Smartphone, ich hatte kein Handy. Das tut mir leid. Waren sie ausverkauft? Amanda, es gab damals noch keine Handys, aber jetzt halte ich fest. Ich wusste trotzdem, wie das Wetter an dem Ort war, an dem ich mich aufgehalten hatte. Nein. Habt ihr eine Ziege geopfert? Für die Dorfhexe? Amanda, ich bin einfach vor die Tür, ich habe in den Himmel geguckt und dann habe ich gewusst, wie das Wetter ist, ja? War ja eine verrückte Zeit, oder? Ich glaube eher, du lebst in der verrückten Zeit. Warum? Hier den ganzen Tag mit einem Getippe und... Ja, aber ohne ist doch langweilig. So ganz ohne Musik. Ohne Musik. Ich hatte zwar damals kein Handy und kein Smartphone, ich hatte meine Musik trotzdem immer und überall dabei. Lass mich raten, du hast ja ein Grammophon auf den Rücken geschnallt. Nein, ich war stolzer Besitzer eines Walkmans. Was? Ich hatte einen Walkman. Geh, Mann. Walkman. Geh, Mann. Ist der hinterhergelaufen? Wer? Der Gehmann. Stell's mir gerade vor mit so einem Trömmelchen und einer Trompete. Rutata, rutata. Amanda, ein Walkman war ein kleiner Kassettenrekorder. Da war eine Kassette drin, ja, da war die Musik drauf. Manchmal hat sich so verheddert, dann hat so... Hast halt weitergedrückt. Nein, dann hat man nicht weitergedrückt, dann hat man einen Bleistift genommen oder einen Buntstift und hat die Kassette liebevoll zurückgespult, ja? Und da willst du mir erzählen, dass ich in einer verrückten Zeit lebe? Ich war damals sehr glücklich, ja? Ich bin mit meinem Handy auch sehr glücklich. Da lernst du Leute kennen. Leute kennen du, ja? Du bist seit Jahren Single, ja? Oder hattest du jemals in deinem Leben schon mal ein Date? Täglich. Täglich? Ja, hab so eine App. Eine App? Ja, verliebe ich mich alle 11 Minuten neu. Kann ich gucken, gucke ich mir die Männer an. Wenn sie mir nicht gefallen, tue ich wischen. Was? Wischen, wisch. Wisch, wisch, wisch und weg. Wischen impossible. Jetzt. Ein Glück, ne? Glück, Amanda, was ist Glück, ja? Schau mal, für dich als ewiger Dauersingle wäre es Glück, wenn heute hier in Berlin in den ersten Reihen für dich hübsche, attraktive Männer sitzen, ja? Ja. Dann
dann hatte ich heute ja schon mal Pech. Jetzt, aber hallo, bitte. Aber ich hab doch meinen René. Du hast deinen René. Ja, von mir aus. So, Amanda, ich will dir jetzt mal eines sagen. Ja, wir sind damals sehr gut ohne Handy ausgekommen, ja? Wir sind raus in die Natur. Was habt ihr gemacht? Wir sind raus in die Natur. Wir sind gehüpft. Du bist gehüpft. Ich hoffe, du hattest deinen Sport-BH an. Jetzt. Also, ja, so, jetzt ist aber wirklich genug. Weißt du was? Wir hüpfen hier jetzt mal gleich ganz dezent wieder von der Bühne. Du willst hüpfen? Bist du ein Reh oder was? Muss mich doch jetzt nicht gleich als Reh bezeichnen. Es ist so eine Redewendung. Ja, wir hüpfen jetzt dann mal wieder raus. Hüpfen? Hüpfen will er. Steht morgen in der Zeitung. Tauchredner bringt Bühne in Berlin zum Einsturz. Jetzt. Bitte, ich kann es auch in deinen Worten umschreiben, ja? Dann krieche doch da raus. Meine kleine Raupe Nimmersatt. Sondern jetzt hat der Arsch aber gleich Kirmes. Warum? Hast du mich gerade Raupe genannt? Entschuldige bitte, wenn du mich Reh nennst, ja, dann kann ich dich ja wohl Raupe nennen. Naja, stimmt eigentlich, ne? Ich bin eine Raupe und du bist ein Reh. Ich werd ein Schmetterling und du wirst Filet. So, jetzt langsam aber. Schönen Abend noch. Dankeschön. Okay, ja.